So a few important points in this practice to remember. Es gibt bei dieser Praxis einige wichtige Punkte, deren man sich erinnern muss. One is like a recognition. Der erste Punkt ist wirklich zu erkennen. Recognizing like one's exhaustion or sickness or the effort. And of course, in the root of all is pain identity. So recognizing all these very closely. Und das bedeutet erkennen die Erschöpfung, die da ist, die Krankheiten, die da sind, die Mühen, die Anstrengungen, die man ständig unternimmt, und zu erkennen, dass an der Wurzel all dessen die Schmerzidentität steht. All diese Anteile ganz klar und eindeutig zu erkennen. And of course will depend on each particular situation in life, in the moment in life, that what's going on. Natürlich in Abhängigkeit spezifisch von dem, was jetzt gerade im Leben sich abspielt, im eigenen. If you are not well, if you are sick, getting sick, exhaustions, carelessness of your body is big, so then it's really important to focus on the body part. Wenn man merkt zum Beispiel, dass man krank wird, wenn die körperliche Erschöpfung groß ist und man seinem Körper zu wenig Sorgfalt zukommen lässt, ist es sehr wichtig, den Körper klar zu fokussieren. Because we don't pay so much attention to it. Weil wir manchmal dem Körper nicht genügend Aufmerksamkeit zollen. Second, if there is like a dispute, argument, fight, discussions with speech. Der zweite Punkt, wenn man Streitereien erlebt, wenn es heftige Diskussionen gibt, Streits, vielleicht Kämpfe, Diskussionen, alles, was mit der Stimme ausgetragen wird. But a lot of effort, but related to your throat and your voice and your speech. All diese Mühen und Anstrengungen, die mit unserer Kehle, mit unserer Stimme, mit der Art und Weise, wie wir mit der Stimme, mit der Sprache kommunizieren, zusammenhängen. Then obviously you pay close attention to that. Dann ist es für uns an der Zeit, uns da dem wirklich zuzuwenden. Recognizing that exhaustion, that effort, the speech. Door, then your door is speech. Diese Art der Anstrengung, diese Art der Erschöpfung, durch die, die mit der Sprache zusammenhängt, zu erkennen, unsere Tür sozusagen, ist dann die Rede. If you're not, if for example, if there's a lack of communication, then recognizing why you are not able to communicate because of what kind of pain identity is that. Wenn da zum Beispiel ein Mangel an Kommunikation ist, dann erkennen wir, versuchen wir genau hinzuschauen, was genau es ist, das dazu führt, dass wir nicht kommunizieren können, wie es nötig oder angemessen wäre, und erkennen die dahinterstehende Schmerzidentität. So, on the other hand, sometimes end up saying so much things, so many things, totally unnecessary, there's no container. Also, why you're doing that is because the pain identity. Man erkennt oder man merkt ja manchmal, dass man unglaublich druckvoll und ganz viel Dinge sagt und versucht zu erklären und so weiter und so fort, obwohl es dafür gar keinen Auffangort gibt. Da ist es wichtig auch zu erkennen, dass es die Schmerzsprache ist, die uns all das sagen lässt. So same thing with the mind, no? Und ebenso mit dem Geist. So the point is to recognize. Dieser erste wichtige Punkt also ist erkennen. That's number one, important. Der erste Punkt. Once you recognize, second thing is ability to rest. Und sobald man erkennt, was sich abspielt, ist der zweite Punkt die Fähigkeit zu ruhen, zu verweilen, sich Ruhe zu gönnen. So resting from all the dysfunctions of the body, speech and mind. Das bedeutet, sich auszuruhen von all diesen Fehlfunktionen oder Dysfunktionalitäten von Körper, Rede und Geist.
It's not going to work unless you rest. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, man gestattet sich zu ruhen. So ability second is after recognition, ability to rest. Das heißt also, nach dem ersten Punkt der Erkenntnisfähigkeit ist der zweite Punkt die Fähigkeit, wirklich and sich really like ruhen zu taking lassen. Time, you know, like we're meditating, you can feel that. Ja. Und das braucht Zeit. Wenn wir in unserer Meditation sitzen, spürt man, dass man Zeit braucht. Just lying down is not resting. Going to the beach is not necessarily resting. Sich einfach nur hinzulegen oder an den Strand zu gehen, ist nicht unbedingt, bedeutet nicht, dass man sich ausruht unbedingt. Or just getting a massage is not necessarily resting. Oder sich massieren zu lassen, auch das bedeutet nicht, dass man sich ausruht notwendigerweise. So resting is a true sense of awareness in your body, awareness of exhaustion and awareness is letting go of those exhaustion and effort. Then it's resting. And all the outside, beach will help, massage will help, everything will be help. But otherwise, it's not going to work again. You know? Denn das Gewahrsein selbst der Erschöpfung und das Loslassen mit Gewahrsein, das ist wirklich das, was dazu führt, dass man wirklich sich ausruht, sich wirklich, wirklich verweilen lässt und ruhen lässt. Und natürlich diese äußeren Sachen wie zum Strand gehen oder Massage, das kann hilfreich sein. Even short nap. Sogar ein kurzes Schläfchen. It only happens when you forget about taking nap. Das passiert nur, wenn man vergisst, ein Schläfchen zu machen. Wanting to take nap so badly, holding that energy before you take nap. Nap is not going to happen. Right? Wenn man so dringend unbedingt schlafen will, so doll schlafen will, dann ist quasi diese Energie gestaut und dann schläft man nicht ein. Good intention interferes your nap. Die guten Absichten stehen dem Schlaf entgegen. Why or how it happens, you forget about it. Wie schläft man ein? Normalerweise, indem man es völlig vergisst. Rest. Verweilen. So deep rest means forgetting yourself. Tiefes Verweilen bedeutet. Or not just self in a big S, but pain self. Tiefes Verweilen bedeutet, dass man wirklich sein Schmerz selbst, seine Schmerzidentität vergisst. So, second. Main point, it's rest. Das heißt, der zweite Hauptpunkt ist verweilen, ruhen. I think there's a process, right? Specifically, if you're working on a body, then work on a body for 1 week or something like that. If you're working on a speech, then work on a speech, because if that's your issue, you're having a discussion, conflict, an argument, and then focus on the speech, right? What I'm saying is, be more specific and personal. Das ist eben ein Prozess. Und wenn ihr zum Beispiel körperliche Themen habt, dann nehmt euch Zeit, eine Woche Zeit, damit zu arbeiten. Oder wenn ihr Themen habt oder Probleme habt, die mit Kommunikation, mit Sprache zu tun haben, so viele Diskussionen oder Streits oder Konflikte, dann nehmt euch für die Sprache, für die Arbeit mit der Sprache Zeit, eine Woche. Was ich damit ausdrücken will, ist, seid spezifisch, macht es passend und persönlich für das, worum es gerade geht. So, when you truly rest, then the next important thing, the process, it clears. Wenn ihr wirklich verweilt, ist der nächste entscheidende Punkt, dass ja dieser Prozess wirklich zur Klärung führt. So, the next important thing is to be aware of that space. Und das bedeutet, es ist wichtig, dieser Weite gewahr zu sein. Aware of exhaustion and aware of exhausted space, equally important. Mm. Right? Und das bedeutet, dass der Erschöpfung als solches gewahr zu sein und ebenfalls des Raumes, der erschöpft ist, gewahr zu sein, das ist gleichermaßen wichtig. Most of the time we are not aware of exhaustions, you know? Oft sind wir der Erschöpfung nicht bewusst. Think about an example, like if children is in pain and crying. Wenn zum Beispiel Kinder Schmerzen haben und weinen. Being bothered by child's crying doesn't help. Wenn man dann genervt ist davon, dass das Kind weint, das hilft gar getting nicht. Getting stressed out of that
noise doesn't help. Oder von dem Krach sich belästigt zu fühlen, auch das hilft nicht. And forcing child to stop doesn't help. Und das Kind dazu zu zwingen aufzuhören hilft auch nicht. Or screaming at child, asking for not screaming, doesn't help. Das Kind anzuschreien, dass es aufhören soll zu schreien, auch das hilft nicht. But that's what we do. Das machen wir aber. Child within us, that pain, when that is asking something, we treat like that. Das ist aber, wie wir mit unserem eigenen inneren Kind umgehen, dieses Kind, das etwas möchte, weil es leidet, weil es Schmerzen hat, genauso gehen wir dann damit. Instead of distancing, you go closer. Ja. Statt uns also davon zu entfernen, sollten wir näher rangehen. Instead of getting stressed out, you're trying to be careful, like more caring. Statt genervt und gestresst zu sein, sollten wir uns dem mit Fürsorge zuwenden. Instead of disconnecting, you connect. Statt uns zu trennen, sollten wir uns verbinden damit. And then the solution is to rest, address rest, no? Und dann bringt wirklich das Verweilen die Lösung. So then, once we're talking is the awareness of the space, remember? Wir reden ja jetzt hier über das Gewahrsein der Weite des Raums. In a one way you think about why matter so much to be awareness of space. Of that. Und dann könnte es sein, dass der eine oder andere von uns sich fragt, warum ist denn das Gewahrsein des Raumes so was Wichtiges? It's the same question you can ask to yourself, why you focus so much on your pain. Da kann man sich die gleiche Frage andersrum stellen, warum fixieren wir uns so auf unser Why Leid? You focus so long on your pain? Und warum fokussieren wir uns so lange auf Why unseren you Schmerz? Focus so frequently on your pain? Und so oft? Why you have so long conversation with your pain? Warum unterhalten wir uns so lange und ausdauernd mit unserem Schmerz? Do you like it? Mögen wir das? Do you have a good reason to do it? Hat man gute Gründe dafür? Or you don't know why you're doing it? Oder wissen wir gar nicht, warum wir das Probably machen. The last answer, right? Vielleicht eher die letzte Antwort ist die richtige. The same way. There's a good reason to be aware of the space. Und es gibt also einen guten Grund, der Weite gewahr zu sein. Without awareness, focusing on a pain is the way of extending pain. Denn ohne Gewahrsein, sich auf den Schmerz zu fokussieren, das ist die Weise, auf die man den Schmerz erweitert, größer macht. With awareness, getting closer to the pain, it's a way of clearing pain. Und mit dem Gewahrsein, sich diesem Schmerz immer weiter anzunähern, das ist das, wie man den Schmerz auflöst. So space. Also weiter. So when you're aware of the space. Wenn man der Weite gewahr ist. That space, that sacred space becomes alive. Wird diese heilige Weite lebendig? Because it's a source. Weil es ja eine Quelle ist. It's like vibrating. It's the energizing. It's itself, like a dynamic energy. Etwas Schwingendes, etwas Lebendiges. Wir nennen es Zal, eine dynamische Energie. Primordial winds are pure, primordial pure winds are moving, you know? Diese reinen ursprünglichen Energien bewegen sich. It's like in physics they say these particles, unknown particles, like popping up, you know. They're ready to manifest anything, depends on the observer. In der Physik ist von diesen unbekannten Teilchen sozusagen die Rede, die aufgeladen sind und jederzeit bereit, sich überall als alles Mögliche zu manifestieren. Then when you have seed of joy. Bum, 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 bum. That's all this. It becomes joy. Wenn die Saat der Freude da ist, dann explodiert die quasi in diesen Manifestationen. Sound, light, rays, these particles, they are moving there. Ja. Right? Das, was wir nennen in der Lehre Klänge, Lichter und Strahlen, das sind diese Partikel sozusagen, das, was das Lebendige, was sich bewegt und manifestiert. Out of nowhere, joy is seen. Wow. Aus dem Nichts kommt die Freude. And joy meets these particles. Bum, bum, bum. Und diese Freude stößt sozusagen auf diese Partikel und dann vervielfacht sich das. So it's called like exercising the energy. Das heißt, das würde bedeuten, man sagt. Or exercising the awareness, Rigpi Tsaljan.
die Energie ausüben oder das Gewahrsein wirklich ausüben. So that's important. Das ist wichtig. And then what? Once you exercise the energy, they mature. So the joy, I'm happy. It's not like it, I'm just happy, you know. I'm happy. Oh, I'm so happy. I'm happy today. I'm happy now. I'm happy with tea. I'm happy with you. I'm happy with them. I'm happy with life. I'm so million places and reasons that your happiness is expanding and manifesting and creating and sharing. That's what happens, right? Das heißt, diese Energien, die man sich wirklich ausdehnen lässt und die man wirklich ausübt, die reifen dadurch. Je mehr man es macht, desto mehr wird das. Das bedeutet, wenn man glücklich ist, ist man richtig glücklich, total glücklich. Jetzt in diesem Moment mit dem Tee, mit euch, mit dem Leben und mit einer Million Dinge, die jetzt wie auch immer sich manifestieren und aus diesem Glück sozusagen manifestieren sich entsprechende weitere Dinge. So if you exercise enough, you have ceaseless joy. Und unsere Übung besteht darin, zu wissen und zu erinnern, dass wir wirklich grenzenlose From Freude haben. From boundless space. Aus dieser unbegrenzten Weite. If you don't exercise enough, wenn man das nicht genug übt, then you have one joy. Dann hat man eine Freude. To keep it, to give it. Entweder kann man sich dann überlegen, behalte ich sie, gebe sie aus. People want that. So you want to protect. Und die Leute wollen ja unsere Freude haben, deswegen My joy, I work so hard. I'm not going to give to you. Meine Freude, Mann, dafür habe ich echt hart gearbeitet. Die gebe ich dir doch nicht einfach. Well, when you think like that, they have taken already. Wenn man so denkt, dann haben die anderen einem die Freude schon gestohlen. It doesn't work like that. Das funktioniert ja nicht. So it requires, it's called like exercising dynamic energy of the joy. Das heißt, was nötig ist, ist, dass man diese übt mit dieser dynamischen Energie der Freude. Or in that manner, the joy is one example. I'm saying you need to work on whatever specific thing you're working on. Und hier sei noch mal angemerkt, Freude ist ja nur ein Beispiel. Jeder von uns und jede von uns sollte mit der spezifischen Energie üben, die für sie wichtig ist. And last one. Und zum Schluss. A placement of your manifestations, quality, place, where. You know. Muss dazu kommen, dass wir den Qualitäten, die sich manifestieren, auch einen Ort zuweisen müssen, wo die sich manifestieren sollen. If you feel the quality, it's good to know where the quality can serve, no? Wenn man die Qualität spürt, ist es sehr gut zu wissen, wo diese Qualität am besten eingesetzt werden kann. Oh, I feel joy. Ich fühle Freude. I wanted to bring in my work. Und das möchte ich in meine Arbeit mit hineinbringen. I feel love. Und ich fühle Liebe. I wanted to bring in my family, my sangha, my friends. Möchte ich in meine Familie hineinbringen, meine Sangha, meine Freunde. I feel strong. Ich fühle mich stark. I wanted to bring in my projects. Das möchte ich in meine Projekte einfließen. I feel resourceful. Ich fühle mich, ja. I wanted to bring into my creativity. Reich an Ressourcen, das möchte ich in meine Kreativität einfließen lassen. Egal was ihr sagt. Whatever quality you lost, now you have rediscovered, find a place for them. Egal welche Qualität uns verloren gegangen zu sein schien, die wir jetzt wiedergefunden haben, wir brauchen einen Ort, wo wir die gerne sich entfalten lassen möchten. It's a little link that you have to make in your mind, you know? Auf diese, man muss in seinem Geist eine kleine Verbindung dazu herstellen, joy, das Verbindungsglied. Die Freude. Oh, I'm gonna bring in my work. Ich möchte die in meine Arbeit hineinbringen. Why? Because job is a miserable place. Warum? Weil die Arbeitsstelle so ein elender For Ort many ist. People, I'm not saying Für viele Leute. Für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute. I want to bring it my work. Ich möchte die Freude in meine Arbeit reinbringen. That's it. That's all enough. The seed is planted already. Das reicht schon. Die Saat ist gesät. Next time you go to your office, you'll be smiling and you'll see smiling people. What happened? Well, you put the seed in Booker now. Wenn ihr das nächste Mal also zu eurer Arbeit geht ins Büro und da lächelnd reinkommt, vielleicht lächeln die Leute euch alle zurück und man fragt sich, was ist geschehen? Und dann wisst ihr, diese Saat habt ihr in Buchenau gelegt. Oh, I feel love.
Oh, ich fühle Liebe. I want to bring it in my family. Ich möchte das in meine Familie hinein. Even though there is love, but sometimes you get stressed out, you know, yell at each other and so on. Natürlich ist da Liebe, aber manchmal ist man genervt voneinander, brüllt einander an. Make issue out of no issues. Und macht einen Elefanten aus einer Mücke. And suddenly when you go back to the family, you feel so much loving quality. Und wenn man jetzt vielleicht zurückkommt zu seiner Familie, spürt man so viel diese Liebe, die Qualität der Liebe so überall. So plant the seed. Das heißt, Okay. Pflanzt die Saat. And allow it to manifest. Und gestattet, dass sie sich manifestieren darf. Simple thing, right? Just making these links in the mind. Wichtig. Don't think you have to do too much work. Very simple. Just link. That's it. Wichtig ist, diese kleinen Verbindungsglieder im Geist herzustellen, anzulegen. Denkt nicht, dass ihr so hart dafür arbeiten how müsst. How to link, how long to link, how forcefully to link, and would it work? Did I link well? Denk nicht darüber nach, wie man dieses Verbindungslied herstellt. I'm not sure it will manifest Monday or Tuesday. Ob ich es doll genug gemacht habe, fest genug oder locker genug gemacht habe, ob es sich Montag oder Dienstag manifestieren wird. So just blink and forget. Bringt einfach diesen Punkt, diesen Verortung zusammen. You know how it works, that usually when we walk, when you do go somewhere, you turn a wrong turn in one place. Next time you go to the same place, you do the same mistake. Have you noticed that? Yeah. Pattern. You did not, when you did the first mistake, you did not say, I'm planning for the next one too. When I come second time, I'm going to do the same mistake. You did not say that, but you put the seed to do that. Man kann das gut nehmen als Beispiel, wenn man spazieren geht und man läuft einen Weg lang und man biegt an irgendeiner Stelle ab. Man macht das. Und dann geht man dahin. Und wenn man das nächste Mal denselben Weg nimmt, biegt man irgendwie automatisch wieder an derselben Stelle ab. Selbst wenn das irgendwie ein Fehler gewesen ist. Das heißt, ruckzuck bildet sich so ein Muster. Man muss gar nicht auf seinem Weg jetzt planen, ich biege da ab, sondern es passiert von ganz allein, weil die Saat bereits gelegt ist. If you wanted to do the same mistake second time, you don't do anything. You will do it, politely. Und wenn man, if you don't want to do the second time, you said, I did the mistake, next time, I'm not going to do it. I will be aware. Put that seat and then forget about it. Das heißt, wenn man Wert darauf legt, dass man diesen Fehler wiederholen kann, dann muss man gar nichts machen, sondern muss einfach den Dingen ihren Lauf lassen, denn das passiert von ganz allein, weil die Saat gelegt ist. Wenn man diesen Fehler nicht mehr machen möchte, dann ist es wichtig, beim nächsten Mal, wenn man losgeht, dessen gewahr zu sein und zu sagen, okay, da biege ich nicht wieder ab, den Fehler mache ich nicht nochmal. Dann ist diese Saat gelegt.